Lars Schönebeck kenne ich seit vielen Jahren. Es ist ein konsequenter Durchgang von seinem ursprünglichen Start, seiner ursprünglichen Heimat, seiner Aktivitäten in dem Klassenmusizieren der Kopernikusschule Freigericht über verschiedene Ensembles, Vereinstätigkeiten und Orchester bis hin zu einer, wahrscheinlich für sein weiteres Leben erstmal zu einem Zwischenstadium im Konservatorium in Frankfurt, wo er derzeit Komposition, insbesondere für neue Musik, studiert. Als Aufgabe eine 12-Ton-Reihe vom Blatt singen. Das heißt, ich habe dann einen Zettel bekommen, da waren dann eine Melodie oder eine Reihe mit 12 Tönen. Habe ich den ersten Ton gegeben bekommen und den musste ich dann, oder diese Reihe musste ich dann nachsingen. Ja, das hat anscheinend ausreichend funktioniert. Lars Schönebeck war seither sehr ehrgeizig, sehr strebsam. Nicht ganz ohne Eitelkeit, was seine Musikalität betrifft. Er wollte immer mehr, mehr als von ihm verlangt wurde, mehr als gebraucht wurde. Er suchte ständig nach dem Besonderen. Er wollte weiter, aber das nie ohne das Gemeinsame, ohne das Ensemble, das Orchester, und das spiegelt seine Aktivität in den Vereinen und Gruppierungen der Region wider, ohne dies zu vernachlässigen und zu vergessen. Ja, also ich bin ja hier auch am Konservatorium und habe den Unterricht und habe auch pädagogischen Unterricht, worüber ich sehr glücklich bin. Und ich möchte natürlich auch mein Wissen weitergeben, in der Hoffnung, dass mein Wissen dazu führt, dass jemand anderes noch einen viel größeren Wissensschatz bekommt und daraus Generationen schöpfen können. Und ich finde es einfach schön, mit auch Jüngeren zu arbeiten. Ich hatte ja auch Jugendorchester und einfach aus Personen was rauszukitzeln, um denen zu zeigen, da ist noch mehr, als du denkst. Ein ständiger Wegbegleiter auf dem Weg zum Komponisten war einerseits das Saxophon, andererseits der Dirigentenstab. Auch dem Harry als Leiter der Musikschule und auch als der mich nominiert hat, bin ich natürlich sehr dankbar. Und auch einem Harald Krebs, der Leiter, der musikalische Leiter vom SBO ist, der mir sehr geholfen hat in meiner Dirigentenprüfung, in dem Jahr, wo ich auch die Uraufführung hatte, mich das hat dirigieren lassen und dann auch nach den Proben auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hier, achte mal darauf, in jedem zweiten Satz kommt das Wort ähm. Morgen ist Prüfung, guck noch mal. Saxophon habe ich erst angefangen mit wegen dem Jazz, weil klar, Saxophon, da denkt man als erstes an Jazz. Aber mittlerweile habe ich auch gelernt, dass das Saxophon viel vielseitiger ist. Es kann neutral sein, es kann zickig sein, es kann aber auch sehr weich sein. Und es passt einfach in jede Musikrichtung und es passt auch in jedes Ensemble, weil das Saxophon verbindet sich sehr gut mit anderen Klängen, aber kann auch sehr schön herauskommen. Lars Schönebeck, ich gratuliere ganz herzlich zum Förderpreis des Kulturpreises des Main-Kinzig-Kreises 2020.